Tja, nicht, dass Sie denken, Gerd Siegmund ist uns von der Fahne gegangen, der steht an der Kamera, aber keiner kann besser erklären, was Sache ist. Ich habe es gehofft, ich wollte es nicht wahrhaben, aber es ist Realität. Es ist zu viel Wind. Naja, wir sind in Kusamoa und wir sind eigentlich mit allem fertig. Die Schanze ist exzellent präpariert, super Winterlandschaft. Alleine das Äußere spielt noch nicht ganz mit. Wir haben noch ein bisschen zu viel Wind, aber der Ausblick für morgen ist eigentlich sehr gut. Naja, und ich sag mal, es ist ja auch vernünftig. Was soll man sich jetzt quälen? Es ist kein Zuschauer da und es wären immer wieder Unterbrechungen. Man weiß es ganz genau, nahtlos wäre diese Quali niemals über die Bühne gegangen. Bei diesen Bedingungen hätten wir auch nicht anfangen können, nicht einmal mit dem Training. Somit war die Entscheidung ja nicht ganz so schwer. Wie sieht dann der Fahrplan für morgen aus? Ja, wir werden das Zeitfenster morgen nutzen. Wir werden um 14 Uhr das erste Training ansetzen. Finnischer Zeit. Finnischer Zeit, ja. Das ist 13 Uhr in Mitteleuropa. Und werden dann anschließend an diesen einen Trainingssprung gleich die Quali durchführen, sodass wir noch hoffen, eine Pause von ungefähr einer Stunde zu haben, bevor wir dann mit dem ersten Wertungsdurchgang um 17 Uhr respektive 16 Uhr Europa mit dem ersten Wertungsdurchgang beginnen. Und der Rasmus, das soll ja ein Bekannter von dir sein, Walter Hofer. Und hast du dich mit ihm abgesprochen, wie er morgen blasen wird? Wie heißt der Gangster? Rasmus, der Gott des Windes. Naja, also zumindest nehme ich ihn so hin, wie er bläst. Ich nehme es nicht persönlich. liegt in der Sache, in der Natur der Sache. Wir werden uns versuchen zu arrangieren. Ja gut, was haben wir denn von der Prognose? 3 bis 4 Meter, das würde ja noch gehen in Kusamoa. Na, die Höhenströmung sollte sogar runtergehen bis auf 3 Meter. Das würde für die lokale Situation hier sogar noch weniger bedeuten. Aber ganz ohne will der Athlet ja auch nicht springen. Ein bisschen Aufwind soll er ja haben. Ja, wir sind ja auch in Kusamo. Und lieber Walter, im Interesse dieser Millionen morgen, übermorgen, dreh an der Schraube, dass das bei Eurosport gut über die Bühne geht. Wir sind nämlich exklusiv drauf. Naja. Soll ich jetzt dazu was sagen? Sag einfach ja. Herzlich willkommen zum Skispringen in Kusamo an die Eurosport-Zuschauer. Na super. Also, so machen wir es. Danke, Renndirektor Walter Hofer. Danke auch.